Willkommen im Dauerwald. Mein Name ist Wilhelm Bode und ich war Chef der Saarländischen Forstverwaltung und auch der Saarländischen Naturschutzverwaltung sowie auch Waldsprecher des NABU auf Bundesebene. Ich habe mich schon ein ganzes Leben lang mit dem Dauerwald beschäftigt und heute möchte ich gerne mit Ihnen ein Video zusammen anschauen. Eine Zuschauerin hat uns angeschrieben und uns aufmerksam gemacht auf ein Video von Jovis Wald, das hat den Namen »Mein persönlicher Wald der Zukunft als Förster«. Und das, finde ich, ist eine spannende Herausforderung, denn ich finde, es ist sehr wichtig und gut, wenn Menschen sich für den Forstberuf entscheiden und sich um den Wald der Zukunft kümmern wollen. Vielleicht kennt ihr das aktuell im Wald, dass es dem Wald nicht gut geht und dass wir viel sehen, was jetzt besser laufen könnte. Und oft ist in den Medien diskutiert jetzt, wie sieht der Wald eigentlich in der Zukunft aus? Also da, finde ich, hat er schon einen ganz tollen Start. Auch wenn ich selbst nicht hier mit Rauschebart und Waldhut sitze, sondern nur mit einem Drei-Tage-Bärtchen. Das muss ich sagen, dieser junge Kollege hat das Problem richtig beschrieben. Es ist etwas zu verbessern im deutschen Wald und dem Wald geht es sehr schlecht. Und ich hoffe, dass er auch noch dazu kommt zu sagen, warum es ihm schlecht geht. In diesem Video möchte ich euch einmal mitnehmen und euch meinen Wald der Zukunft vorstellen. Wie würde ich den Wald darstellen und wie würde ich mit dem Wald umgehen, der in Zukunft sein sollte? Aktuell, ich habe keinen Wald und damit ist es eher eine Idee und ein Gedankenspiel. Ich möchte euch aber einladen, gerne das mit mir mitzumachen und schreibt mir doch gerne einfach auch mal in die Kommentare unten, wie euer Wald der Zukunft aussieht und dann können wir darüber ja mal diskutieren und besprechen, wie es eigentlich verschieden aussehen könnte. Ganz zuerst will ich einmal ein paar Probleme mit euch besprechen, die ich beobachte, wenn wir über den Wald reden. Das eine ist ganz klar, wir brauchen weiterhin einen nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff. Der Rohstoff Holz ist so beliebt wie noch nie zuvor fast. Also wahrscheinlich nicht ganz, aber er ist einfach sehr wichtig für uns. Das kann man nur unterstreichen, was der junge Kollege da fordert. Alle reden von nachwachsenden Rohstoffen, denn die Gesellschaft soll ja konsistent und nachhaltig werden, das heißt auch keine Rohstoffe mehr verbrauchen. Aber wir brauchen natürlich Rohstoffe, also ist die richtige Forderung, uns auf nachhaltige, produzierte, nachwachsende, erneuerbare Rohstoffe uns zu verlegen. Und das ist natürlich dann ein Holzthema, denn schauen wir auf Deutschland, welche nachwachsenden Rohstoffe haben wir denn? Die Alpen, die wachsen jedes Jahr um einen Meter in die Höhe, okay. Aber sonst, wenn wir mal den Spaß beiseite lassen, uns bleibt als Massenrohstoff eigentlich nur das Holz. Wird auch weiterhin wichtiger werden. Und so ist einfach die Frage, wie wir weiterhin einen nachwachsenden Rohstoff produzieren können, wenn wir weiterhin auch mehr Naturschutz betreiben wollen und eben auch den Wald einfach als Erholungsobjekt für uns schön haben wollen. Da hat der Kollege auch wieder etwas sehr Treffendes gesagt. Denn das Problem im Wald und bei der Holzproduktion, der Holzerzeugung im Wald, denn alle unsere Wälder sind praktisch Wirtschaftswälder in Deutschland, auch das muss man an der Stelle unterstreichen. Das Problem dabei ist ja, diese antagonistischen Ziele in einem wirtschaftlichen Modell miteinander zu verbinden. Also Holz zu erzeugen und den Naturschutz zu gewährleisten, denn das andere große gesellschaftliche Problem neben der Nachhaltigkeit unserer Umwelt ist natürlich der Artenschutz. Und unsere heimische Vielfalt ist im Wesentlichen waldgebunden. Und da ist aktuell der Trend in Deutschland, dass wir beobachten, dass weniger eingeschlagen werden soll. Und dafür importieren wir ziemlich viel Holz aus Osteuropa, was dann mit Zügen und mit Schiffen tatsächlich nach Europa, nach Deutschland verfrachtet wird. Und das finde ich jetzt natürlich nicht so, also finde ich tatsächlich nicht unterstützenswert oder nicht so richtig nachvollziehbar. Da müsste ich etwas mich davon absetzen. Er hat natürlich recht, wenn dieser Zusammenhang so besteht, dann hat er hundertprozentig recht. Aber der Zusammenhang besteht so natürlich nicht. In der Tat verbrauchen wir immer mehr Holz in Deutschland. Heute fast doppelt so viel wie in den 60er Jahren. Pro Kopf der Bevölkerung und Jahr. Aber dieser Mehrverbrauch ist vor allen Dingen durch zwei Tendenzen bestimmt.
Einmal durch unser Konsumverhalten, nämlich des Wegwerfpapiers, insbesondere der Hygienepapiere, aber auch zum Beispiel der Pelletproduktion für die Holzheizungen und auch für die Wegwerfmöbel, die aus Spanplatten hergestellt werden. Aber entscheidend dafür ist übrigens der extreme Holzfertigwarenexport aus der Bundesrepublik. Fast die Hälfte des Holzes, das wir verbrauchen, wird als Fertigprodukt wieder in das Ausland exportiert. Das heißt, die deutsche Holzverarbeitung ist ein hochexportorientierte Sparte und die frisst immer mehr Holz. Also weniger für uns als Menschen, die eigentlich aus dem Holz langfristig Produkte machen sollten, sondern für den schnellen Konsummarkt weltweit. Wenn wir tatsächlich hier Rohstoffe vor Ort haben, dann sollten wir die hier auch in Deutschland nutzen und nicht von jemand anders den Rohstoff hier reinholen. Nur weil wir eben schönere Wälder haben, finde ich ein bisschen wie in so ein Doppelmoral. Ich will einen schönen Wald haben, aber dafür müssen andere eben Plantagenwälder anpflanzen. Finde ich, irgendwo ist das ein Widerspruch und für mich nicht ganz schlüssig. Ja, da kann ich ihm nur recht geben. Das ist wirklich eine richtige Forderung. Wir sollten das Holz, das wir inländisch produzieren in unseren Wäldern, auch inländisch verarbeiten und wir sollten es in hochwertigen, langlebigen Produkten selbst benutzen. Allerdings, so wie ich eben schon erklärt habe, ein Großteil des Holzes wird gar nicht bei uns selbst verbraucht, sondern durch die exportorientierte Holzindustrie gewissermaßen benötigt, um, sagen wir es ganz banal, Umsatz zu machen. Der zweite Punkt ist, dass wir eben über den Klimawandel diskutieren müssen, dass wir überlegen müssen, wie tatsächlich der Wald in Zukunft aussehen kann und wie wir klimastabile Wälder hinbekommen, die sich eben anpassungsfähig gestalten. Und dafür möchte ich euch im Kürze meine Lösung oder eine Option vorstellen, welche Idee, wie ich damit umgehen würde. Das finde ich spannend, denn das ist auch genau mein Anliegen bei dem Dauerwaldkanal, auf dem Sie im Moment sich eingeschaltet haben. Das ist die Kernfrage. Wie kann die Holzerzeugung so gestaltet werden, dass sie all die antagonistischen Ziele, die unsere Gesellschaft an den Wald stellt, auch unter einem Dach möglichst gleichberechtigt und gleich gut erbringt? Das dritte große Problem oder die große Herausforderung ist, wir wollen ein gesundes Leben führen und dazu gehört eben auch, dass wir den Waldbesuch eben ja nutzen können, auch sozial, dass wir einfach Spaziergänge machen können, uns erholen können und so auch die frische Luft und das Waldklima erleben können. Das ist schön, was er da sagt. Und ich möchte es ganz gerne ergänzen mit einer Weisheit aus der Praxis, aus der Empirie der Dauerwaldwirtschaftler in Deutschland. Die sagen immer, der Wald ist richtig bewirtschaftet, der auch ästhetisch ist. Und ich hoffe, auf meinem Dauerwaldkanal kann ich Sie dafür gewinnen. Und Sie werden Waldbilder sehen, auch bei den nächsten Videos. Da werden Sie sagen, schöner kann der Wald nicht mehr sein. Und dann sage ich Ihnen, dieser schöne Wald ist ganz besonders rentabel, ganz besonders ökonomisch, ist ganz besonders gut für den Naturschutz, ganz besonders gut für den Wasserhaushalt unserer Landschaft und vieles mehr. Und das ist das Schöne, er ist so ästhetisch, dass die Menschen ihn regelrecht lieben und besonders gerne in ihm spazieren gehen. Ja, sogar die meisten, die aus diesen Wäldern wieder herausgehen, später sagen, das hat mich verändert. Und das ist eine wichtige Komponente, die ich hier auch nennen möchte, weil es im Endeffekt für mich ein ganz wichtiger Anspruch ist, den wir an den Wald stellen können. Wie würde ich das Ganze jetzt auflösen? Als erstes würde ich sehr experimentell an die Sache rangehen. Es ist aktuell nicht ganz ersichtlich, welche Baumart der Zukunft in Zukunft funktionieren wird. Es kommt sehr stark auf den Standort an. Je nachdem, halt wie feucht oder wie nährstoffreich oder wie sauer der Boden ist, würde ich Baumarten verschieden mischen. Insgesamt finde ich es aber sehr interessant, einfach mit Edellaubhölzern zu arbeiten. Und diese dann zu unterfüttern mit der Buche und mit anderen Nadelhölzern und so einfach eine Mischung zu haben aus schnell wachsendem Holz, was sich gut verkaufen lässt und eben Holz, was lange braucht, bis es eben dann sehr wertvoll wird. Da hat er wiederum, mit den letzten Sätzen hat er wiederum sehr recht.
Das Ziel muss natürlich ein risikostabiler Wald sein, der die Risiken auf viele verschiedene Baumarten verteilt. Denn wir wissen tatsächlich nicht, wie langfristig das Klima bei uns sein wird. Wir kennen eine Tendenz, aber schlussendlich können wir nichts im Detail sagen. Und ich werde dazu übrigens demnächst ein Video zeigen, das sich mit der Frage beschäftigt, ist der wichtigste Baum, den wir in unserem deutschen Wald haben, nämlich unsere heimische Rotbuche, hat die Zukunft in einem Dauerwald der Zukunft? Ist das auch unter verändertem Klima der Baum gewissermaßen der Zukunft, auf den wir den Umbau unserer Plantagenforste gewissermaßen bauen dürfen? Das zum einen. Aber zum anderen hat er natürlich etwas Unrecht mit den ersten Sätzen, mit denen er das eingeleitet hat eben. Nämlich mit dem Bezug auf die Standortgerechtigkeit. Natürlich, jeder Wald und jeder Baum wächst gerne gut wasserversorgt, gut nährstoffversorgt, auf gut durchlüfteten Böden und so weiter. Das heißt also, gute Standorte sind auch gute Waldstandorte. Vor allen Dingen auch sehr produktive Waldstandorte. Aber er lässt damit etwas unter den Tisch fallen, was den Dauerwald ganz besonders attraktiv macht. Das ist nämlich die Frage, in welchem waldbaulichen System ich die Holzerzeugung betreibe. Denn er hat bisher noch mit keinem Wort das schlimme Wort Altersklassenwald benannt. Denn alles, was wir in Deutschland an Holzerzeugung betreiben, betreiben wir in diesem ökologisch und ökonomisch gar nicht zufriedenstellenden System des Altersklassenwaldes. Ich hatte Ihnen schon zwei Grafiken gezeigt, die deutlich machen, wie im Altersklassenwald in der Forstwirtschaft die Wälder quasi nach Alter getrennt entzerrt werden. Und das ist völlig unnormal für unsere Wälder von Natur aus. Das heißt, die Herausforderung ist, nicht nur die richtigen Bäume der Zukunft im Wald zu haben, sondern den Wald auch so im waldbaulichen Struktursystem aufzubauen, dass er resilient ist, das heißt flexibel auf veränderte Umweltbedingungen der Zukunft reagieren kann. Und so eben würde mein Wald der Zukunft tatsächlich sehr auf die weite Zukunft angelegt sein. Und auf der anderen Seite würde ich... Da möchte ich ihm deutlich widersprechen. Wir haben die Zeit nicht mehr. Wir müssen jetzt etwas tun, wenn wir Deutschland als Waldland erhalten wollen. Ich hatte Ihnen schon in einem meiner Videos gesagt, dass Deutschland zurzeit 600.000 Hektar Kahlflächen zu bewirtschaften hat, auf denen kein Wald mehr steht. Und das ist erst der Anfang. Denn das sind im Wesentlichen Fichtenstandorte, wo bisher die Fichte gestanden hat. Und die Fichte verabschiedet sich auf großer Fläche. Und ebenfalls auch die Kiefer macht uns ja Probleme. Und viele andere Nadelbaumarten beginnen auch mit dem Problem. Sogar einige Laubhölzer zeigen Schwierigkeiten. Aber das heißt eben umgekehrt, wir können davon ausgehen, dass wir in den nächsten 2 Jahrzehnten etwa 30% unserer Waldfläche verlieren werden und die anderen 70% mattwüchsiger und kränklicher werden. Das heißt, es ist eine echte Gefahr für das Überleben unseres Waldes in unserer Landschaft. Und stellen Sie sich mal vor, unsere Landschaft hätte nicht dieses hohe Bewaldungsprozent von 30%. Denn der Wald deckt visuell all die Schäden in unserer Landschaft zu. Sie würden weit gucken können und sehen jeden Schaden in der Landschaft. Jede Straße, jede Hochspannungstrasse, jede bauliche Sünde, die Zersiedlung der Landschaft und vieles, vieles mehr. Die Landschaft würde gelinde gesagt für uns rein ästhetisch nicht mehr lebenswert sein. Ich gerne damit eben auch die Struktur schaffen, dass wir ein Schichtsystem im Wald haben, und da würde ich auch ganz zentral wieder die Strauch- und Krautschicht mit reinnehmen wollen, dass wir eben auch die Waldränder wieder besser gestalten und eben auch fördern, dass wir nicht nur Bäume im Wald haben, sondern auch weitere Pflanzen, die uns eben auch helfen und so den Boden verbessern, denn das ist ein ganz zentraler Punkt für mich, dass wir den Boden im Wald häufig vernachlässigt haben. Da kann man ihm nur recht geben. Die klassische Forstwirtschaft schaut gar nicht in den Boden, sondern nur für die sogenannte Standortserkundung. Und da betrachtet sie den Boden im Grunde genommen als ein totes Medium, auf die bestimmte Bäume zu pflanzen sind.
Das ist aber bei weitem nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen einen hochaktiven, belebten Boden. Und den bekommen wir mit dem Altersklassenwald nicht hin, im Gegenteil, wir vernichten ihn. Und natürlich hat er recht, wenn wir sagen, letztendlich brauchen wir Mehrschichtigkeit im Wald, wir müssen auch auf die Bodenvegetation des Waldes achten und vieles mehr. Auch müssen wir die Waldränder gedicht geschlossen halten, das ist alles richtig, aber die Methoden, die er da vorschlägt, und das scheint mir, und wir wollen gleich mal weiter reinhören, die scheinen mir so ein bisschen aus der konventionellen Forstwissenschaft zu stammen. Die redet nämlich auch von Waldrändern aufbauen, was so ohne weiteres gar nicht möglich ist, und vieles mehr. Dazu werde ich in Zukunft auch nochmal weitere Videos für euch bringen, warum der Waldboden für mich so essentiell ist. Und was meine Geschichte mit dem Waldboden ist, da könnt ihr gerne an den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und dann könnt ihr die Videos auch nicht verpassen, die ich über den Waldboden in Zukunft machen werde noch. Also das finde ich prima, dass er seinen Videokanal dem Waldboden ganz speziell widmen will. Ich denke mal, das ist wirklich eine spannende Sache, und ich sage mir an dieser Stelle, diesen Kanal habe ich nicht das letzte Mal angeschlagen. Eingeschaltet. Denn das ist wirklich die Kernfrage. Wie gehen wir im Wald mit dem Boden um? Und wenn er sich dieser Sache als zentralem Thema widmen will, kann man dem jungen Kollegen nur beglückwünschen. Aber jetzt zurück zu unserem Wald der Zukunft und da dem Klimaschutz eben zu unterstützen. Für mich ist Klimaschutz runtergebrochen, ist eigentlich Biotopschutz. Und damit möchte ich eine Vielzahl von Biotopen eben in meinem Wald auch halten und eben auch positionieren, die sich durch die Baumartenmischung eben schon beeinflussen, aber dann eben auch noch konkreter eben einfach speziell zu gucken, wo jetzt Biotope sind, die schützenswert sind, und die dann eben auch schonender behandeln, um so eine Mischung zu haben aus eher wirtschaftlich genutzten Abteilungen und eben auch den Naturschutz und auch den Biotopschutz ganz speziell wieder mehr in die Rolle zu bringen. Da würde ich meinen Kollegen gerne fragen, warum lassen wir das eigentlich nicht den Wald selber machen? Wenn wir nämlich das richtige waldbauliche Betriebsmodell anwenden, dann macht der Wald genau diese Differenzierung selbst am besten. Was für mich zum Wald der Zukunft auch dazu gehört, ist, dass wir den Wald eben auch erschließen und eben zugänglich machen für euch zu Hause sozusagen. Dass wir den Wald auch für Spaziergänger eben nutzbar machen. Ich halte nicht so viel davon, jetzt mit Mountainbikes und mit Motocross durch Wälder zu rasen. Das hat für mich jetzt nicht so viel mit dem schonenden Umgang der Natur zu tun, weil es einfach zu viel Aufregung in den Wald bringt. Und für mich wäre es tatsächlich daher sehr interessant, einfach zu gucken, welche Möglichkeiten wir hätten, auf der einen Seite mit Videos, mit digitalen Medien im Wald zu arbeiten, um euch den Wald eben besser zu erklären, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Und auf der anderen Seite eben auch den Wald aufzuräumen und so weit herzurichten, dass das auch für Spaziergänger ein schönes Erlebnis ist, spazieren zu gehen. Ja, vom Grundsatz her hat er natürlich recht. Der Wald gehört und sollte allen ein Stück gehören. Und der Wald, sich im Wald aufzuhalten, ist sicherlich das Beste, was man in der Freizeit tun kann. Ich hatte schon gesagt, wenn Sie in Dauerwäldern sich aufhalten und wieder nach Hause gehen, haben Sie eine seelische Veränderung. Das prägt Ihr Verhältnis nicht nur zum Wald, sondern auch zu sich selbst. Ein bekannter Psychoanalytiker hat mal gesagt, wer mit den Bäumen redet, braucht nicht zum Psychiater. Das ist so ein bisschen das, was er auch sicherlich meint. Aber ich unterscheide mich dann doch in einem Punkt. Wir brauchen den Wald nicht weiter zu erschließen. Wissen Sie, dass der deutsche Wald ein Monster ist an Erschließungswegen? Es gibt auf der ganzen Welt keinen Wald, der so zerschnitten ist durch forstwirtschaftliche Wege. Damit meine ich nicht nur die 20-Meter-Linien, die für die Maschinen jetzt in die Wälder hineingeschnitten werden, sondern ich meine die befestigten, der Forstmann spricht von ganzjährig LKW-befahrbaren, befestigten Wegen, den sogenannten Forstwirtschaftswegen. Im Schnitt haben wir in Deutschland rund 60 bis 70 Laufmeter je 100 Hektar, je Hektar Wald. Für einen Hektar 60 bis 70 Laufmeter. Das müssen Sie sich mal einmal vorstellen.
Und jeder dieser Wege ist im Schnitt ein 5 Meter breiter Waldverlust. Das heißt, auf jedem Hektar, also auf 10.000 Quadratmeter, haben wir einen Waldverlust von 7 mal 60 oder 70, das heißt von rund 500 Meter befestigten Weg. Das heißt, wir brauchen alles andere als weitere Wege. Und schon gar nicht brauchen wir so viele Maschinenwege. Ich hatte Ihnen in einem der Videos bereits gesagt, hier in der Nähe von Stralsund in einem Staatswald von Mecklenburg-Vorpommern, wo alle 20 Meter in einen Laubwald, der noch eigentlich sehr gut aussah, ein Maschinenweg hineingelegt wurde. Alle 20 Meter ein 3 bis 4 Meter breiter Maschinenweg. Das heißt, es werden dort 20% der Waldfläche in anthropogenen Festboden umgewandelt. Das ist untragbar, das ist unethisch. Ja, ich würde sogar sagen, das ist unmoralisch in unserer Zeit. Und in dieser Kombination würde ich gerne einfach eine Mischung machen. Ganz zentral spielt dabei eine Frage die Rolle, was ist der Wald eigentlich wert für euch? Wie viel seid ihr bereit für den Wald zu zahlen? Weil das ist für mich auch ein Punkt, der oft in Vergessenheit geraten wurde und der ziemlich nebensächlich ist. In Deutschland haben wir alle ein freies Waldbetretungsrecht, wo ihr auch den Wald besuchen könnt ohne jetzt Einschränkungen. Es gibt natürlich Einschränkungen davon, aber allgemein ist erstmal der Wald frei zu betreten. Was ich dabei beobachte und schade finde, ist jetzt halt, dass alle einen schönen Wald fordern und sich erholen wollen, aber im Endeffekt die Kosten, die dadurch entstehen, weil man eben schon da mit dem Wald arbeitet, die werden irgendwo nicht richtig aufgefangen. Und da finde ich es tatsächlich eine Überlegung zu sagen, naja, an der Ostsee, wenn man da zu Besuch ist, bezahlt man eine Kurtaxe, wo dann tatsächlich die Strandabschnitte und auch die öffentlichen Toiletten und so weiter alles finanziert wird. Und das wird teilweise dann auch über Umlagen an die Bürger mitgeteilt. Wieso schafft man das nicht für den Wald ein? Ja, das tut mir leid, lieber junger Kollege. Hier muss ich mich ganz deutlich distanzieren. Ich finde, Sie als Bürger haben einen Anspruch auf einen gesunden, schönen und ästhetisch besonders gepflegten Wald. Sie haben einen Anspruch darauf, dass der Wald all diese antagonistischen Ziele in seinem Produktionsmodell wirklich berücksichtigt. Und es braucht ihr zusätzliches Geld nicht. Warum? Erstens, 50% der Wälder gehören ohnehin Ihnen selbst. Das sind nämlich öffentliche Wälder. Und warum sollten Sie für ein öffentliches Gut noch zusätzlich bezahlen? Sie bezahlen übrigens ohnehin dafür. Denn fast alle öffentlichen Forstverwaltungen sind in den letzten 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg den größten Teil der Zeit defizitär gewesen. Und teilweise sehr hochdefizitär. Das heißt, es wurde permanent über die Defizite der öffentlichen Haushalte das Defizit der Waldwirtschaft ausgeglichen. Und dieses Defizit der Waldwirtschaft war übrigens institutionell bedingt, weil die staatlich beamteten Forstwirtschaft grundsätzlich nicht ökonomisch arbeitet. Und es sollte Sie doch nachdenklich machen, dass mit den schönsten Wäldern, die wir heute sehen können, ausgerechnet die privaten Dauerwälder in Deutschland sind, die genau das leisten, was hier gefordert wird. Und die genau das leisten, was ich eben schon mit der Weisheit Ihnen versuchte mitzuteilen, dass ein Wald, der ästhetisch ist, auch der ökonomisch richtig bewirtschaftete ist. Das ist eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe, wo ich denke, es wäre notwendig und an der Zeit, dass wir eben auch als Bevölkerung hinter dem Wald stehen und hinter einem nachhaltigen Wald und einer nachhaltigen Waldwirtschaft stehen. Ja, da muss ich mich wieder deutlich distanzieren von ihm. Wir stehen doch nicht hinter dem Wald, indem wir für ein falsches, beamtetes Forstsystem bezahlen. Da gibt es doch gar keinen Zusammenhang. Sondern wenn wir hinter dem Wald stehen, dann doch insofern, als wir die Parteien und die Politiker in die Parlamente wählen, die endlich beginnen, mit dem Wissen über den Wald, das wir haben, nämlich aus dem Dauerwald, die öffentlichen Forste zwingen, Dauerwald zu machen. Denn wenn 200 private Forstbetriebe das aus eigenem Engagement machen und vorbildlich ästhetisch und schöne Wälder erzeugen, warum dann eigentlich nicht im öffentlichen Wald? Und Sie sehen, das hat mit dem Bezahlen gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun,
ob sich unsere Politiker und die Parlamente gegenüber den Beamtenstrukturen durchzusetzen vermögen. Das bedeutet, wir könnten so die Waldbesitzer entlasten, indem man ihnen sagt, hey, du kriegst dafür, dass jetzt eine Umweltnutzung und eine Erholungsnutzung ist, bekommt er eine Aufwandsentschädigung und die kann er dann im Endeffekt als, Abzug mit reinrechnen und so eben auch das finanzieren, dass er eben auf Holzeinschläge die verringert beziehungsweise dann auch ein anderes Konzept fährt. Ich bin Fan von der Pferdearbeit und da ist es für mich ganz wichtig, dass wir einfach sagen, dass Bodenschutz und Pferdearbeit gehört für mich zusammen und das gehört auch in Wald der Zukunft. Ja, da kann ich ihm nur gratulieren. Bodenschutz und Pferdearbeit gehört wirklich zusammen. Ich bin ein genauso großer Kaltblut-Pferde-Fan im Wald bei der Arbeit wie er. Und das müssen wir ausbauen. Und wir sollten zum Beispiel, an Bezug nehmend auf das, was ich gerade eben Ihnen gesagt habe, die Politiker zwingen, dass sie wirklich Förderinstrumente installieren, indem der Waldbesitzer für den Einsatz von Pferden Zuschüsse bekommt. Für allen Mist wird auch im Wald ein Zuschuss geleistet, aber nicht für das Pferderücken, obwohl das eigentlich dasjenige ist, was den Wald am meisten für die Zukunft sichern würde. Und ich muss auch sagen, wir brauchen im Wald nicht an erster Stelle mehr Geld, sondern an erster Stelle brauchen wir das richtige Betriebsmodell, nämlich die Dauerwaldwirtschaft. Und das kostet mehr, als jetzt mit den Maschinen zu arbeiten, ist dabei aber nachhaltiger. Und diese Sachen würden alle den Waldbesuchern, also euch, zugutekommen, wenn das mehr eingesetzt würde. Und daher ist die Frage, wärt ihr bereit, 5 Euro, vielleicht 10 Euro zu zahlen dafür, dass ihr eben einen Wald der Zukunft eben auch schön besuchen könnt? Ja. Es ist wieder etwas, was ich unterstreichen kann. Er sagt, Sie als Besucher möchten gerne Pferde im Wald sehen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt fast nichts Schöneres, als auf einer gewissen Entfernung natürlich, der Arbeit mit Pferden im Wald zuzuschauen. Und es ist fast eine Wagner-Oper, darf ich Ihnen sagen, wenn Sie in einen klirrend kalten Winter in den Wald kommen und hören von Weitem den Pferdeführer mit heiserer Stimme die Befehle an das Pferd zu geben. Dazu hören Sie das Klirren der Ketten, das Schlagen der Stämme, die von dem Pferd ja auch an den Weg gerückt werden und dann aneinander schlagen und vieles mehr. Das ist etwas, was Sie, wenn Sie es einmal erlebt haben, in Ihrem ganzen Leben nicht wieder vergessen können. Das ist eine Einheit, eine Harmonie von Mensch, Holznutzung, Wald und Natur, um die eigentlich der, der es einmal beobachtet hat, nur noch beneidet werden kann. Aber warum müssen wir dafür bezahlen? Und Sie sehen, wenn er um das Bezahlen argumentiert, dann kommt unser junger Freund etwas in die Schwierigkeiten, ein System zu erklären, das darauf funktionieren sollte. Es ist ja extrem schwierig, das zu machen, nicht nur das Geld einzusammeln, sondern dann auch gerecht wieder zu verausgaben. Und Sie wissen ja, was mit den Verausgabungen des Staates ist. Die sind meistens ineffizient, nicht zielgenau, treffen dann meistens die Falschen oder ganz besonders die Reichen und so weiter. Also das halte ich nicht für den richtigen Weg. Wenn euch das jetzt noch nicht reicht von mir und ihr noch mehr Wissen haben möchtet, dann habe ich euch hier einmal die Playlist verlinkt zu unseren Bäumen, wo ich einzelne Baumarten vorstelle und wie die so sich aktuell... Ja. Das ist im Grunde genommen das Ende des Videos von unserem jungen Freund Jovis Wald. Ich möchte ihm insgesamt sagen, Jovi, du bist auf dem richtigen Weg. Und ich werde zu deinen Kunden gehören, deinen Zuschauern, die deinen Waldkanal sehen werden. Und ich bin gespannt, vor allen Dingen auf das, was ich schon gesagt habe, wie du den Boden ins Zentrum deiner Videos stellst. Ich würde also sagen, Jovi, mach weiter. Und wir haben hoffentlich eine gute, konstruktive Diskussionen miteinander über unsere YouTube-Kanäle. Vielleicht können wir auch mal zusammen ein Video gestalten. Auch das biete ich dir gerne an. Ich danke dir jedenfalls für die Initiative und unterstütze dich gerne. Ich hoffe, unser heutiges Video hat Ihren Blick auf den Organismus des Dauerwaldes und seine systemischen Vorteile vertieft. Bleiben Sie der Zukunft des Waldes treu.